Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Yu-Gi-Oh! Video. Wie jede Woche ein neues Video und heute haben wir uns mal ein kleines Special überlegt. Und zwar haben wir das jetzt so gemacht, dass wir nur Karten benutzen durften aus Staffel 1 der Yu-Gi-Oh! Anime-Serie. Das heißt, kamen sie erst in Staffel 2 vor, dann ist es verboten. Kamen sie in Staffel 1 vor, kam ins Deck. Haben wir uns die offizielle Yu-Gi-Oh! Seite als Support dafür genommen und ja, war mal anders, mal wieder ein bisschen OG-Action. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, wir hatten mal jeder gegen jeden gespielt, Sven hat gestreamt und das Match von ihm gegen mich war quasi das, was wir, was nicht direkt entschieden war, deswegen zeigen wir euch das einmal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und hoffe, es gefällt euch, lasst doch ein Like und ein Abo da, wenn es so ist, ist natürlich kein Zwang und wir schauen einfach mal, was wir nächste Woche machen. Könnt ihr auch gerne wieder ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben. Jetzt erstmal OG Action. Have fun. Und egal, noch eine welche Karte. Egal welche Gen wir spielen. Sven spielt immer die gleiche Züge. Das ist der Wahnsinn. Und dann bin ich mein Zug. Wir könnten Link spielen und würdest trotzdem schaffen, nur drei Karten verdeckt zu sitzen, statt 20 Monster in einem Zug zu spielen. Wie es normalerweise üblich ist. Ey, du hast auch gerade einfach so drei Karten mal verdeckt gespielt. Ich spiele ein Monster verdeckt und ich spiele zwei Karten verdeckt. Dann habe ich auch drei Karten verdeckt gespielt. Ja, guck. Ja. Wir spielen einfach mal verdeckt. Ja, wir spielen verdeckt. Warum nicht? Ja, komm. Dass er eben mindestens einmal Spiegelkraft hat. Wer weiß? Wer weiß? Ich spiele gleich einfach Riesentornade. So, und, dann spiele ich einmal. Einmal zur verdeckt. Ich spiele einfach mal eine Elemental hin. Machen wir weg. Boah, dann musst du jetzt den aufgeben, Kollege. Nee. Oder? Ich darf das ja. Nee. Du hast ja auch schon mal gegen Regeln verstoßen. Da darf ich das auch. Nee. Erstmal einer meiner Favorites. Boah, der Elfenschwertkämpfer. Wild. Habe ich nicht verwechselt mit dem anderen? Ja. Du durftest schon was machen. Interessant. Jetzt kriegst du 600 Schaden. Oh, Knalligkeitsangriff. Ja, da können wir gucken. Warte. Hat sich Spiegelkraft noch nicht gelohnt, ne? Nein. Okay. Aber mein Elfenschwertkämpfer ist schon krass. Ich bin immer zu. Ja, du, wenn man manchmal nicht liegen kann, dann kann man nicht liegen, ne? Also. Ja, ist verständlich. Ja, so aber nicht, ne? Also, so viel ist es nicht. Nee. Ja, das lohnt sich gar nicht. Die 1-4, du hast. Das kann ich noch ein paar Mal machen. Ja, du! Nicht der Elfenschwert kämpfen. Doch, der ist jetzt weg. Ah, das ist schon mupfelig. Muss nee. Schon das ist schon mupfelig. Du, ich spiele einmal sein verdeckter Verteidigung. Das war für deine Gen. Und wenn du uns. Ach komm, ey. Ja, du kannst ja auch. Ja, kannst du das? Ja, ja, kann ich. Ah, geil. Aber ich habe auch schon mal ein verdecktes Monster. Um ein sehr, sehr starkes Monster zu rufen. Und zwar den Beauftragten der Dämonen. Heißt hier komischerweise anders, aber was ist eigentlich der Beauftragte der Dämonen, soweit ich weiß. Ja, was wie sie es im Anime genannt haben, ist ja. Klingt geiler. Ja, der schwarze Magier heißt im Original ja auch schwarzer Magier. Ja, dann. Die haben das nur wegen Okkulten, damit es nicht so okkult klingt, haben sie zum dunklen Magier umbenannt. Ich aktiviere meinen Schattenzauber! Nein, nicht der Schattenzauber! Macht ihm nur 700 Angriffspunkte schwächer und er kann nichts mehr machen! Nein! Das sieht aus Dämon, ey. Frech. Ich bin immer Zug. Das ist schon frech, Janik. Also mit so einem fiesen Angriff hätte ich jetzt nicht gerechnet. Naja, schon. Ich nicht? Naja, schon. Aber das ist einfach fies. Also. Na, nee. Doch, doch. Das zeigt, dass du ein fieser Möb bist. Nee, du bist ein fieser Möb. Nee. Ich bin netter. Naja. Oh. So. 1,8 ist trotzdem noch wild. Ja. 1,8 ist doch wild, aber ich darf jetzt auch gar nicht mehr angreifen, ne? Nee, der kann nicht mehr in die Verteidigungsposition und der kann nicht mehr angreifen. Aber sonst steht dir frei, mit dem Sachen zu machen. Sonst kann er noch alles. Ja, du, weißt du was? Ich mach's einfach anders. Ich opfer ihn. Nee. Doch. Nicht. Um Drachenfluch zu rufen. Darfst du nicht, ich hab Schattenzauber. Nee, du, ist mir egal.
Ich habe 12 Cent bezahlt. Doch, das war noch nicht alles. Ja? Das Alter! Ich habe nämlich eine Fallgrube, wo der Drache mit Flügeln trotzdem reinfällt, der Dunde. Nein! Dann fliegen fällt trotzdem ins Loch. Du fiese Map, du. Ich werde mein Zug. Ja, das war doch nicht alles. Doch. Was ist denn? Ja, könnt ihr alles. Ich kann nichts mehr machen. Du hast mich auch played oder so. Also, ist schon fies. Ja? Was war noch fies? Kuribo! Nicht Kuribo! Und jetzt kommt die Angriffsphase! Tu's nicht! Attacke Kuribo! Knuddler des Todes! Nein, ich will nicht knuddeln! Ah. Aua! Okay, jetzt will ich noch eben vervielfachen, weil. Wäre ja sonst doof. Sehr knuddlich 1! Boah! Knuddlich 2! Knuddlich 3! Und knuddlich 4! Boah! Boah! Aber ich kann sie allerdings nicht opfern, was natürlich ein bisschen doof ist, aber. Sonst hätte ich natürlich jetzt schon. Einen weißen Drachen. Da hätte ich schon längst mal hier mein Obelisk auf dem Feld. Ja, du, ich hab ein Problem. Okay. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich beende mal Zug. Was denn? Ach, Janik. Was denn? Ich hab einfach nicht, ich hab nicht das Glück, ich hab nicht das Herz der Karten auf meiner Seite, also. Ich merk schon. Dann machen wir das halt so. Okay. Ja, einen lassen wir im Verteidigungsmodus. Ein Knuddli zum Verteidigen. Also, das ist jetzt schon frech. Weißt du was? Ach nee. Komm, die Lebenspunkte schenke ich dir. Ah! Hast du noch eine Spiegelkraft? Nee. Nee, ich sehe jetzt, was du was machen kannst. Ah! Tat schon weh, muss ich sagen. Das ist doch belastend. Nee. Weißt du was? Ich bin jetzt einfach wütend. Ich aktiviere jetzt mal schwarzes Loch. Nein! Doch. Aber nicht meine Knuddelis. Doch, alle weg. Lass doch mal meine Knuddelis. Du, ich bin sauer. Ich hau jetzt weg. Nee. Da krieg ich nichts. Eben mal aufgewischt hier. Ich aber nicht. Da wische ich erstmal so. Boah, das ist springcool. Ach, du Scheiße. Ich hab sogar gestern gewartet, bis du angreifst, aber wolltest ja nicht. Du sagst, ich bin eine fiese Map. Ja. Kann ich jetzt mal gar nicht verstehen. Hey, ich spiele ein Monster in verdeckter Verteidigung. Das du gar nicht. Und Ben, weißt du? Das ist jetzt irgendwie. Er kann besser verteidigen. Du, bevor ich in Angriff gehe, haust mich ja kaputt. Ich spiele Fusion! Nein! Und ich fusioniere meinen mystischen Ritter. Boah. Reiter und meine Kampfochsen. Nein. Um eine Fusion zu machen, die man außer OG niemals machen würde. 2000 tollwütiger Reiter. Boah. Im Angriffsmodus. Krass. Weil er natürlich tollwütig ist. Und rot sieht und du meistens eine rote Map bist. Und ich trotzdem nichts machen kann. Magische Hüte. Das ist gut. Mhm. So. So, was ist jetzt die Killerbiene? Ja. Du da! Nein! Na, frech. Boah. Hm? Na, da bist du halt dran. Da bin ich halt dran. Und weißt du was? Nee. Ich opfere mein verdecktes Monster, um den Vollstrecker zu beschwören. Immer ein Gespräch. Boah. Boah. Da kommt er hin. Im Anime ist er doch der Richter, ne? Aber das war noch nicht alles, denn jetzt aktiviere ich Horn des Einhorns. Nee. Oh, wie bist du stärker zum Waffen? Jetzt hat er auch einen Ständer, scheiße. Jetzt greift er dich an mit seinem Ständer.
Gut, dass er so langsam jetzt ist. Eigentlich kann er jetzt wegreiten, Mann. Tja. Und dann beende ich meinen Zug. Das nicht. Oder? Boah. Boah. Knappes Duell. Ich will hier so gerade verdeckt. Nee. Damit bist du bestimmt jetzt aufgestanden, was im Mittag ist. Bestimmt. Ja, du, ich geh jetzt einfach mal in die Angriffsphase und greif dein verdecktes Monster an. Komm schon, Insekt. Bist du da sicher? Nein! Tu's nicht! Ausgehornt! Nee! Das kommt wieder oben drauf. Oh, hast du Fred im Deck? Nee, das glaube ich nicht gern eins. Nee, so. Ich hätte dir den Tropfen gegönnt. Der ist der Tropfen. Der ist meine Winkel. Ja, geil. Ja, Mann, nee. Ah, Kartenglück. Ja, cool, danke. Oh, Mann, diese Hand will man nicht haben. Kenne ich. Ich spiele eine Karte verdeckt. Und bin mal zu. Okay, Déjà-vu aus Runde 1, ich spiele meinen Elfenschwertkämpfer. Boah. Und jetzt nimmst du sein Schwert und greifst an. Nicht so schnell. Déjà-vu erhöht sich nochmal Spiegelkraft. Hey. Ja. Hau weg. Wir hätten 2000 machen können und wären noch dabei. Ist wirklich so. Obwohl, ich wäre jetzt, glaube ich, am Limit fast, also. Ja, hast du noch was 100. Ja. Ich beschwöre mystischer Djinn der Lampe im Angriffsmodus. Wild. Und jetzt kommt ein Horn des Einhorns wieder. Ja, der Kack vorne. Damit verstehe ich mein Djinni. Und jetzt gehe ich in die Battle-Phase. Ja. Und greife dein verdecktes Monster an. Nee, lass mal. Oh, nee! Sprengkugel! Nee, tu's nicht! Nächste Runde kriegst du dafür 2,5 ins Gesicht. Aua! Hatte dein Horn kommt ja wieder. Mann! Oh, Alter, du bist! Oh, nee! Scheiße! Ah, Mann! Es tut so weh! Wenigstens baue ich hinten, habe ich eine kleine Führung aufgebaut. Hey. Ich beschwöre den wilden Kobold. Oh. Ja. Mit dem Hunger nur sein. Und greif dich an. Halt, angreifen. Aha, ich aktiviere meine Falle. Boah. Nein. Führung für dich verringert. So. Das ist schon frech. Nee. Ich spiele das Schwarzglanzritual. Nein! Das tust du nicht. Und dafür lege ich auf meinem wunderschönen Friedhof 2 schwarze Magier. Alter. Ja, das ist ein gut krasser Preis für den schwarzglänzenden Soldaten, der auch keine Animation kriegt, weil die echt faul waren. Schade. Ich würde mal sagen, du greifst mich jetzt nicht an, ne? Nein, tust nicht. Ah! 1-7-17-0-0. Aua! Snack! Ja, gut, ich würde sagen, du hast das gewonnen. Und bleib immer zu. Mit so einer Kassenkarte hätte ich jetzt nicht gerechnet, also. Ich auch nicht. Gewonnen! Alter. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me and you, we're not the same. This is so far.